Hallo, hier ist Tamara von Kreatives aus der Dachstube. Ich weiß, ihr habt mega lange nichts von mir gehört. Es tut mir auch unendlich leid, aber ich habe das einfach nicht geschafft, hier regelmäßig Videos zu drehen, die dann zu bearbeiten. Es ist einfach sehr viel Arbeit und ich habe es einfach nicht geschafft. Ich bin wirklich komplett zu mit meiner regulären Arbeit. Wie gesagt, wir bauen ja auch gerade um. Da ist einfach auch so viel zu tun mit den Kindern. Ja, da muss man Prioritäten setzen. Die Videos sind deswegen hinten runtergefallen. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid, dass ihr da so auf dem Trockenen seid. Ich hoffe, es kommen wieder bessere Zeiten. Ich kann es euch nicht versprechen. Vom Herbst-Winter-Katalog, ich glaube, ich habe mir selbst schon zwei Sets daraus bestellt, weil ich es nicht mal geschafft habe, damit zu basteln eigentlich. Ich hatte zwar so ein paar Projektideen, aber ich habe sie nie umgesetzt. Deswegen kamen auch einfach keine Videos. Ich wollte keine halbherzigen Videos teilen. Und ja, jetzt fängt ja schon bald wieder das neue Jahr an. Damit kommt ja auch der neue Frühjahrskatalog. Den habe ich mir angeguckt. Ich habe mir ein paar ganz wenige ausgesuchte Sachen bereits daraus bestellt. Die zeige ich euch jetzt mal. Ich habe mir noch nicht so viel bestellt, obwohl ich ihn wirklich schön finde, diesen Katalog. Also ein paar Sets dabei, die mir echt gut gefallen. Nur wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich zum Basteln komme. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich schon so habe. Und außerdem werde ich, denke ich mal, so zwischen den Jahren mal das Video zu meinem diesjährigen Kreativbuntkalender teilen, was da so drin war. Ich hatte nämlich auch dieses Jahr wieder zwei Adventskalender, einen von Kreativbunt und einen von Create a Smile. Wirklich super. Ich bin so happy mit diesen beiden Kalendern. Also ich werde euch den Kreativbunt-Kalender auf jeden Fall mal zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr auch den Create a Smile Adventskalender gerne mal sehen wollt. Sagt mir da gerne in den Kommentaren Bescheid. Dann drehe ich auch dazu ein kurzes Video mit den Stempeln, die da drin waren. Aber wie gesagt, heute nochmal Stampin' Up. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich mir bestellt habe aus dem aktuellen Katalog, der ja hier ab Januar gültig ist. Und dann fängt ja auch wieder neue Celebration an mit dem 4. Januar. Gibt es auch wieder coole Prämien dieses Mal. Da habe ich auch schon so die eine oder andere. Ich habe, ehrlich gesagt, mehr Celebration-Prämien als neue Produkte aus dem Katalog, weil ich tatsächlich eigentlich nur Papier viel bestellt habe in letzter Zeit. Aber ich zeige euch mal ein paar Sachen. Mein absolutes Lieblingsset ist das entspannte Momente. Das habe ich im Katalog gesehen und ich wusste, das muss ich haben. Das ist einfach so voll meins. Ich finde es so schön. Es ist ein Gummistempelset. Und ich finde die Stempelabdrücke einfach mega mäßig. Da muss man eigentlich, also meiner Meinung nach, nicht mal viel kolorieren, weil die einfach so, ich finde die einfach toll. Also mir gefallen die Motive mega gut. Das hier. Ja, entspannte Momente ist auch gerade, was ich mir gerade wünsche. Und manchmal ist das Produktivste eine kleine Pause. Ist so, boah. Du tust immer so viel für andere, gönn dir auch mal selbst etwas. Das finde ich, also gönn dir auch selbst mal was. Also das Set gefällt mir wirklich mega gut. Ich freue mich schon, das werde ich auf jeden Fall auch mal in meinem Bullet Journal verwenden. Das, ja, auf das freue ich mich wirklich schon. Das habe ich auch schon ein bisschen ausprobiert. So, und als zweites Set habe ich mir hier die Regenbögen bestellt. Ich glaube, die haben die meisten. Wahrscheinlich habt ihr die auch schon irgendwie bei anderen Demonstratoren gesehen, die da riesen Vorordern gemacht haben. Aber ja, ich bestelle mir ja immer nur das, was ich wirklich haben möchte. Und das eine, was ich unbedingt haben möchte, ist noch nicht verfügbar. Das kann ich mir erst im Januar bestellen. Deswegen erstmal nur diese zwei Sets hier. Und die Regenbogen, die haben mir tatsächlich auch ganz gut gefallen, weil ich einmal hier diesen Regenbogen stempeln kann. Und ich finde es auch ganz cool, dass hier diese Bögen noch dazwischen gesetzt werden können. Und es ist tatsächlich ein Klarsichtstempelset. Das heißt, man kann das super stempeln. Und ich finde auch die Stanzform total cool, weil einmal, dass man hier diesen Regenbogen so auf die Karte setzen kann. Hier den kleinen Regenbogen und diesen Tag finde ich ganz besonders toll. Und auch hier diese Regenbogenstanze und die kleinen Wolken. Also das Set gefällt mir wirklich gut. Ich bin mal gespannt, was ich draus mache. Ich habe schon so die eine oder andere Idee. Und das Coole finde ich, dass in der Celebration gibt es das passende Papier zu diesem Set. Und über dieses Papier habe ich mich so mega gefreut. Also ich hatte mir das Produktpaket bestellt. Und mit dem Produktpaket habt ihr dann auch gleich genug Umsatz, um euch das Papier zu bestellen. Und das passt einfach so super cool. Also allein das da. Wer mich auf Instagram verfolgt, der hat vielleicht gemerkt, dass ich daraus das Tischset für unseren Weihnachtswichtel Lasse gebastelt habe. Ich finde es einfach nur. Also das Papier ist wirklich mega. Guckt euch das doch mal an. Ich finde es so schön. Also es ist wirklich ein gelungenes, fröhliches Papier. Und ich bin ja immer auf der Suche, auch gerade nach kindertauglichen Papieren. Und ich finde, das ist einfach.
Also mir macht es einfach gute Laune, wenn ich es schon angucke. Ich finde, das ist, also das Papier ist toll. Ich bin wirklich begeistert davon. Ich glaube, das werde ich mir auch noch mal holen. Das reicht mir einmal nicht. Was ich hier ganz cool finde, zu dieser Wolke gibt es auch eine passende Handstanze. Also da gibt es im Frühjahr-Sommerkatalog eine Handstanze, die stanzt genau diese Wolke aus. Also ziemlich cool. Die habe ich jetzt allerdings noch nicht. Die Rückseite sind so rosa mit den kleinen Regenbogen. Ich sag mal, einfach perfekte Babykarten. Perfekter Babykartenhintergrund. Super. Hier haben wir den Regenbogen mit kleinen Herzen. Auch wieder perfekt für Babykarten. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das finde ich ja auch ganz schön. Was haben wir dann? Dann diese hier mit diesen schmalen Streifen. Das gefällt. Ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie Tapete. Kann ich mir voll gut für meine Explosionsboxen vorstellen. Dann haben wir hier Konfetti. Ich finde, es sieht aus wie Konfetti. Finde ich super für Geburtstagskarten. Heute soll es Konfetti regnen. Dann haben wir hier die Streifen. Ach so, die haben wir nochmal so große Blockstreifen. Habe ich die Rückseite gar nicht gezeigt. Da sind so große Streifen nochmal. Das hier finde ich auch sehr cool. Und auch so interessante Streifen nochmal auf der Rückseite. Ja, und dann hier natürlich. Mega. Ich liebe ja Pink und Türkis. Also das sind genau meine Farben. Das ist einfach perfekt für mich, dieses Papier. So. Hier kann man nochmal die Regenbögen und das, was hier ganz cool ist, wenn ihr die Stanzform habt, dann könnt ihr damit hier mit diesem Regenbogen, ups, warte mal, ich bin nicht so verbiege, könnt ihr den hier drauflegen und könnt euch dann quasi hier diese Farben ausstanzen. Der stanzt dann genauso, dass ihr nur diesen Bogen habt ohne dieses Weiße. Also perfekt. Und sowas liebe ich ja. Ich liebe es ja, wenn das Papier zu den Stanzformen und zu den Stempeln passt und man das alles so schön kombinieren kann. Und auch das mit der Handstanze finde ich total cool. Also ein bisschen was von Wölkchen in der Watte. Ja, und dann hier, wie gesagt, mein Lieblingsbogen. So klasse. Also pure Begeisterung für das Celebration-Papier. Weil es halt einfach super zu diesem Produktpaket passt. So, und dann habe ich tatsächlich aus dem Hauptkatalog nur noch eine Handstanze bisher. Und zwar fand ich die auch ganz toll, weil die Zweige ausstanzt. Und wir haben ja nur eine Zweigstanze noch im Sortiment, die aber relativ groß ist. Und mir gefallen die beiden hier wirklich gut. Also einmal hat man dieses Blümchen. Das könnte man natürlich jetzt auch super entweder aus Aquarellpapier ausstanzen und dann anmalen oder hier auch einfach da nochmal drauf zeichnen. Finde ich ziemlich cool. Und auch das Blatt gefällt mir gut, weil das nicht so, ja, gleichmäßig, regelmäßig ist. Also das finde ich echt cool. Man das in verschiedenen Farben auch, da kann man ein schönes Sträußchen draus machen. Finde ich sehr cool. Und dann habe ich hier noch ein Band. Ich weiß aber gerade gar nicht, wo dieses Band dazugehört. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich muss mal kurz bei den Accessoires gucken. Zum Glück kann man das ja recht schnell. Das ist nämlich das Baumwollband im Kombipark. Von der Seite 43, wenn ihr dann den Katalog habt. Ach genau, das gehört zu der Reihe am Horizont, die aber leider jetzt noch nicht verfügbar war. Die wollte ich nämlich auch unbedingt haben, aber ich habe mir schon mal das Band dazu gesichert. Und A, mag ich die Farben, das ist ja hier Abendblau und auch dieses Rosa gefällt mir gut, weil das gerade zu meinen Weihnachtskarten passt, weil ich die ja alle in diesen Baumzauberfarben dieses Jahr mache. Und es ist so ein schönes, schmales Band. Und ich mag so schmales Band, wo man gut mit Schleifen machen kann. Mit so diesen breiten, dicken Bänder. Ich benutze die so selten, außer für Boxen. Auf Karten sind die mir mal alle zu breit. Und das ist echt schön. Und so ganz weich. Also das gefällt mir sehr gut. So. Dann haben wir noch ein bisschen was an Celebration-Prämien. Da habe ich hier einmal das Set noch auf Spritztour. Das hat sich ganz klar mein Kind ausgesucht. Fand mein Sohn ganz toll, der steht ja auf Fahrzeug, ist auch ein Gummistempelset. Ja, ich finde den Bulli ganz nett und hier das Rennauto. Da kann man schon ein bisschen was machen, wenn man hier oben die Pakete maskiert oder hier die Luftballons, dann kann man das auch ziemlich gut kombinieren, denke ich mal. Ja, also wie gesagt, hat sich mein Kind halt ausgesucht und das ist auch eine 60-Euro-Prämie. Und dann habe ich nochmal einmal eine 120er-Prämie und das ist diese hübsche Grüße. Da habt ihr einmal das Stempelset. Und das Papier. Ich habe mir das Papier noch gar nicht angeguckt, weil das nämlich heute gerade ankam. Und das Stempelset finde ich aber auch ganz schön hier mit dem kleinen Vogel und den Blumen. Blumen gehen ja eigentlich sowieso immer. Ist ein Klarsicht-Stempelset.
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es ja ganz cool, dass ich jetzt hier mir diese Stempel da drauf machen kann, weil es einfacher ist, sie rauszuholen. Aber ich finde es super schwierig, wenn ich das da reingemacht habe, den Text noch zu lesen. Weil normalerweise habe ich dann auf die Rückseite geguckt oder du drehst es rum und siehst, okay, da ist mein Spruch. Aber wenn ich das jetzt hier, dieses zum Beispiel hier, Gutschein für gemeinsame Zeit da jetzt noch drauf mache, also wenn ich das mal kurz, ne, kann ich das ja nicht mehr lesen. Also, ich tue mich schwer mit dieser Neuerung, ehrlich gesagt. Gefällt mir nicht so gut. Ich habe da auch schon mal einen Kommentar dazu dahin geschrieben. Weiß ich nicht. Finde ich irgendwie nicht so. Also, ich finde es cool, dass man es dahin jetzt drauf machen kann, aber die Lösung ist für mich irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Naja. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Oder ob ihr da eine Lösung für habt, wie ihr es dann macht. Oder ob ihr das dann gar nicht da rein macht. Naja. Gut. Okay, dann schauen wir uns mal das Papier an. Ich fand diese Seite schon echt schön. Ich glaube, dass ich die wirklich als Cover für meinen Kalender nehme. Ich mache mir ja meine Kalender immer selber und binde die dann. Und ich glaube, dass das dann die Deckseite von meinem ersten Quartalskalender gibt. Ihr wisst wahrscheinlich jetzt gerade gar nicht mal, was ich meine, ne? Wartet mal kurz. Ich habe hier immer meinen Kalender von Kreativgefühl. Den drucke ich mir selber aus und binde den dann. Und ich nehme da immer meine Stampin' Up Papiere, um dann hier das Cover zu binden. Ne? Deswegen sage ich gerade, das ist ein optimales Cover. Und ich finde, für den Frühling passt das 1A. Deswegen habe ich mir das bestellt. Die Farben gefallen mir gut. Auch das Schwarz mit dem. Was ist das eigentlich für eine Farbe? Jetzt habe ich das. Sind denn da für Farben drin? Ich guck mal kurz. Es ist schwarz, Fräsenlila, grüne Apfel, Blütenrose, Aquamarin, Tannengrün. Also Aquamarin. Sehr schön. Aber das ist doch nicht. Was habe ich gesagt? Ach, grüne Apfel noch. Grüne Apfel. Ich kann sagen, Tannengrün ist das ja wohl nicht. Hier ist dann das Fräsenlila. Das gefällt mir ganz gut mit den Weiß- und Schwarz-Kombinationen. Aber die erste Seite ist ehrlich gesagt immer noch mal hinten. Ich dachte gerade, das wäre ein kleines Smiley, aber nee, das sind nur so Krickelpunkte. Die Seite ist auch schön hier, die gefällt mir auch gut. Das Motiv ist mir irgendwie zu groß, wenn ich das auf eine Karte mache. Ja, es ist hübsch. Aber die erste Seite ist für mich der Favorit. Also, das ist echt meine Lieblingsseite. Die finde ich wirklich schön. Vor allem, weil da auch dieses Motiv wieder drauf kommt. Das heißt, ich kann das super als als Cover nehmen und kann mir dann den kleinen Vogel nochmal draufsetzen aufs Etikett, wo ich dann den Monat drauf mache. Ja, super Idee. Ja, Leute, das war's auch schon. Wie gesagt, es ist ein Mini-Video, weil ich habe sonst noch nichts bestellt auf dem neuen Katalog. Dann schauen wir mal. Alle diejenigen, die jetzt im letzten Katalog was von mir bestellt haben, im letzten Quartal, die bekommen ja automatisch ihren Katalog von mir zugeschickt. Ansonsten schicke ich keine Kataloge mehr einfach so raus, weil ich muss die ja auch bezahlen. Also wenn ihr einen wollt, wenn ihr das bestellen wollt, dann könnt ihr euch gerne melden. Aber automatisch gehen die nur an die Leute raus, die bei mir schon mal bestellt haben in der letzten Quartal. So, also ein kurzes Lebenszeichen von mir, ich weiß. Ich komme wirklich einfach nicht dazu, mir die Projekte auszusuchen. Ich habe nicht die Ruhe dazu, das zu drehen, weil ich habe ja auch kein einziges Bastelzimmer aktuell. Ich habe die Kinder zu Hause, da Ruhe zu finden und abends um 10 habe ich da einfach auch keinen Nerv mehr für. Ich bin ganz ehrlich. Aber wie gesagt, ich gelobe Besserung. Ich hoffe einfach, dass ich es vielleicht dann im nächsten Jahr wieder besser schaffe. Ich hoffe ja mal, dass wir dann im ersten Quartal irgendwann umziehen und in unser Haus wieder einziehen können und dass sich dann alles wieder ein bisschen normalisiert. Wie gesagt, es kommt noch ein Video zu meinem Kreativ-Bunt-Kalender. Wenn ihr möchtet, auch gerne zum Create-a-Smile-Adventskalender. Das waren ja wirklich 24 Stempelsets, Mini-Stempelsets, die so noch nicht auf dem Markt sind. Das heißt, es sind ganz neue Sets. Lasst mir gerne einen Kommentar da, das interessiert mich. Und ja, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es schaffe, das noch vor Weihnachten hochzuladen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim Adventskalender und dann hoffentlich im neuen Jahr wieder mit Projekten von mir. Ich wünsche euch was, ihr Lieben. Tschüss aus der Dachstube.